Wladimir Krutow ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Die russische Eishockey-Legende erlag schweren inneren Blutungen. Krutow galt als einer der besten Spieler der ehemaligen Sowjetunion. Zusammen mit Makarov, Larionov, Fetisov und Kasatonov bildete er den berühmten Superblock. Krutow gewann mit der Sowjetunion 2 Olympische Spiele und 5 Weltmeisterschaften. Anfangs 90er Jahre spielte Krutow in der Schweiz für den ZSC. Sein Penaltytreffer im Viertelfinal 1992 gegen den übermächtigen HC Lugano genießt noch immer Kultstatus bei den ZSC-Fans. Ja, allein wegen diesem Penalty werden wir ihn immer in Erinnerung behalten, Wladimir Krutow. Wir kommen zu